Tim Schneider, 35-35 in Lübeck. Ihr habt 6 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich kassiert von Tim Rehmer. Habt ihr den zweiten Punkt liegen lassen heute? Ja, ich glaube, in unserer Situation ist jeder Punkt, den wir irgendwo mitnehmen, ob zu Hause oder auswärts, ein gewonnener Punkt. Und daher, ich glaube, jeder weiß, dass das ein sehr verrücktes Derby war, dass die Führung immer hin und her gewechselt haben. Wir lagen, glaube ich, 3 Minuten vor Schluss noch mit 2 hinten und führen dann sogar noch mit 1, wie gesagt, 6 Sekunden vor Schluss. Ja, ich glaube, für die Zuschauer war das ein super schönes Derby und wir freuen uns über jeden Punkt, den wir holen können. Ihr habt 31-28 zurückgelegen. Das muss ja um die 52., 53. gewesen sein. Habt ihr da gedacht, oha, das geht weg, oder habt ihr immer an euch geglaubt? Ja, ich glaube, wenn wir aufgeben, können wir gleich sagen, wir steigen ab. Aber das will bei uns niemand, weder die Fans noch die Mannschaft. Und ich glaube, da lohnt es sich, seinen Körper nochmal reinzuschmeißen, die letzten 8 Minuten, und zu probieren, was möglich ist. Und man hat gesehen, wir hätten es fast noch geschafft zu gewinnen. Und mit dem Punkt sind wir jetzt trotzdem glücklich. Ihr bleibt unter Florian Kehrmann ungeschlagen. Ist da so ein bisschen ein neuer Geist zu spüren in der Mannschaft? Ja, vielleicht hat er uns ein bisschen wieder die Siegermentalität eingeimpft. Aber ich denke, an sich hat sich nicht viel verändert, außer dass wir in der Abwehr eher defensiver sind und auf Block spielen mit unseren großen Leuten. Und ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Der eine Punkt könnte noch sehr wertvoll werden. Die Konkurrenz hat heute zum Teil gepunktet, unten im Keller. Ihr habt ein Heimspiel gegen Melsungen als nächstes vor der Brust. Das heißt, ihr könntet das ja noch veredeln. Ihr habt dann noch ganz gute Chancen am zweiten Weihnachtstag. Wir wollen in jedes Spiel gehen und wollen jedes Spiel gewinnen. Und ich denke, dass das Spiel muss auch erstmal gespielt werden. Dann gucken wir, was wir da holen können. Dankeschön. Tim, ich glaube, die Fans vom TuS ärgern sich so ein bisschen. Ihr habt 31-28 geführt, kurz vor Schluss gegen Lemgo. Warum habt ihr es nicht nach Hause gebracht? Ja, warum? In der Endphase wieder zu viele Fehler gemacht haben, die wir die letzte Zeit gemacht haben. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt, also wie doof es sich anhört, aber auch noch zufrieden sein können mit dem Punkt am Ende. Weil wir 30 Sekunden vor Ende kriegen wir noch ein Gegentor. Und was wir die letzten Male nicht geschafft haben, haben wir jetzt noch zum Glück geschafft, dass wir jetzt in der letzten Sekunde noch ein Tor machen können. Ich denke, also es ist zwar nicht schön, dass wir nicht gewonnen haben. Also ich hätte auch lieber gewonnen. Wenn man den Spielverlauf auch sieht, hätten wir auch gewinnen können. Lemgo hätte auch gewinnen können. Also am Ende können wir froh sein, dass wir noch einen Punkt haben und stolz sein, wie wir gekämpft haben. Du hast den Ausgleich gemacht, wenige Sekunden vor Schluss, freier Ball von links außen. Ganz ehrlich, ist da so ein bisschen das Händchen so ein bisschen wackelig geworden oder bleibt man da eiskalt? Na, gar nicht mehr. Früher ja, jetzt nicht mehr. Was heißt jetzt für die Rückrunde? Das war das letzte Spiel, ihr habt jetzt 6-7 Wochen Pause. Kräfte sammeln und in der Rückrunde nochmal richtig angreifen? Ja klar, wir haben jetzt ein paar Tage frei. Und wenn wir zurückkommen, haben wir 5-6 Wochen Vorbereitung. Dann werden wir uns wieder alle topfit machen, wir werden ausgeruht zurückkommen. Der Trainer wird uns wieder vorbereiten auf der Rückrunde, der auch wieder bestimmt nicht leicht wird für uns. Aber und dann, ich meine, jeder gibt alles, jedes Spiel. Das müssen wir weiter so machen. Dankeschön. Malte Semisch, wenn man mal einen Strich drunter zieht, 35-35 gegen Lemgo. Ein Spiel mit allen Aufs und Abs, es ging hin, es ging her. Strich drunter, leistungsgerechtes Unentschieden? Ja, ich denke auf jeden Fall. Das war ein Spiel mit ganz vielen Auf und Abs, wie du schon gesagt hast. Also nichts für schwache Nerven. Und am Ende sah es dann fast noch so aus, als ob wir verlieren würden. Und deswegen sind wir jetzt auch ganz froh, dass wir jetzt einen Punkt geholt haben. Und ich denke, damit können beide zufrieden sein. Beim 31-28 haben viele Beobachter gedacht, Mensch, so 7-8 Minuten Verschluss, das muss es eigentlich gewesen sein. Aber ihr habt vielleicht ein bisschen zu schnell, sobald ihr ein Tor gemacht habt, sofort im Gegenzug wieder einen gefressen. Ja, also das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass Lemgo halt auch eine starke Mannschaft hat und gerade im Angriff auch durch ihr Tempospiel halt schnell zu Toren kommen kann. Und sie haben halt die Fehler an den Eiskalt bestraft bei uns und wir konnten halt dann vorne ja erst noch immer gut einen gegensetzen und am Ende hat es dann halt nicht geklappt eine Zeit lang. Ja. Beschreibt mal so ein bisschen. Heute 3000 Leute in der Halle, OWL-Derby, wegen sowas spielt man doch Handball, ne? Coole Atmosphäre. Ja, super Atmosphäre, muss ich echt sagen. Also mich hat es auch riesig gefreut, dass die Halle heute fast ausverkauft war und ich habe auch nach oben geschaut und habe kaum noch freie Plätze gesehen und das war wunderbar. Die Zusatztribüne war auch ausgefahren und das hat heute ganz besonderen Spaß gemacht. Wenn wir mal sagen, es ist Weihnachten, was wünscht sich Malte Semisch jetzt sportlich beim TuS in Lübeck? Ja, also ich denke mal, das ist eine gute Frage.
Ich denke mal, dass wir noch einige Punkte holen wollen, natürlich in der Rückrunde und gerade zu Hause stärker präsentieren wollen noch. Und ja, einfach, dass wir eine gute Rückrunde spielen und Spaß haben. Ne? Danke dir.